Hier ist guten Morgen. Hier haben wir jetzt unseren Bildschirm. Hier ist jetzt unser DOSBox-Fenster. Das habe ich schon alles vorbereitet. Ich gehe jetzt mal auf F2, um eine Überraschung zu haben. Überraschung. Es passiert gar nichts. Doch, da passiert was. Hier steht Gesetzmäßigkeiten und hier ist jetzt das, was keiner versteht. Wenn ich jetzt F drücke, passiert auch was. Aber das habe ich alles schon so. Weiß ich, ich habe ich falsch gemacht. Ist nicht schlimm. Jetzt bitte lesen. Plus und Minus drücken, ganz wichtig. Alles andere ist noch nicht möglich oder nicht so gut. Ich habe die Sicherheit nicht vollständig eingebaut, die man einbauen muss. Habe ich nicht programmiert bekommen. Also tut mir leid. Nächstes Programm, da muss man nur Plus und Minus drücken. Da ist es auch schon. Achtung, hier unten geht's los. Was soll man hier machen? Glühlampe. Soll man entscheiden. Die Glühlampe. Ich gehe mal auf Plus, weil ich ja noch nicht weiß, was es ist. Nee, das war's nicht. T. Ja. Gehe ich mal auf Minus? Nee, das ist auch nicht. Schlaf auf Plus. Nee, auch nicht. Wird. Ja, Wird ist richtig. Was kann es sein? Was könnte es sein? Ich glaube, ich hab's schon. Soll ich's mal verraten? So, was, worum geht's? Was könnte es sein? Kann man das sehen? Was könnte es sein? Ich weiß es jetzt. Ja, sie haben es. Soll ich es mal verraten? Wenn nur auch nur ein T drin vorkommt in dem Wort, dann ist es schon das. So, vielen Dank. Mehr wollte ich jetzt erstmal nicht. Oder doch? Wenn noch jemand Lust hat auf einen Editiervorgang. In diesem Programm hier, nein, falsch, Entschuldigung, schnell wechseln, das ist der Befehl zum Wechseln, und das ist mein im Moment vorhandener Editor, so, der Editor heißt bei mir TV Edit Exe, so, in diesem Programm kann ich jetzt wie folgt mit dem Cursor herunter navigieren. Ich kann jetzt mal gucken, was ist unter F vorhanden. Hier steht etwas, wo der Cursor wackelt, da ist etwas. Dann gehe ich mal hier auf, dass da nicht nichts ist. Schreiben wir einfach mal schon mal rein. Gesetzmäßigkeit. So, fertig. Jetzt habe ich was reingeschrieben. So, das war doch schon genug. Jetzt kann man das schnell abspeichern. Na, wo ist der Cursor da? Ich gehe mal auf Save, F2 und auf Exit. So, eben gucken, ob er so Men anstößt, ja. Und gucken wir mal, ob er was schreibt. F hat es geschrieben. So, vielen Dank. Das wollte ich gezeigt haben. Nee, rausspringen ist es nicht. Rausspringen geht gar nicht gut. So, das war jetzt der Beweis, den ich antreten muss. Stimmt so. 2T geht auch. Ja, scheint zu stimmen. Die Zufallsfunktion geht auch gut. So, vielen Dank.